Zane, herzlich willkommen bei Rap Mir. Heute reagieren wir auf Real von Nero. Nero ist gerade mal 21 Jahre jung, ein Newcomer und will jetzt voll durchstarten. Eine Sache vorweg, bevor wir loslegen. Und zwar sind in letzter Zeit relativ viele Reaction-Wünsche reingekommen. Und damit das fair bleibt und ich keinen vergesse, beziehungsweise damit jeder halt irgendwie mal drankommen kann, habe ich mir überlegt, wir machen einfach so ein Losverfahren. Ich habe mir jetzt so einen coolen, so einen coolen Becher gesucht, ja. Also, das ist der coolste, den ich auf Anhieb finden konnte. Ich weiß, der sieht schon ziemlich baba aus. Auf jeden Fall schmeiße ich da die ganzen Lose rein. Jetzt habe ich eine halbe Stunde kleine Schnipsel geschrieben. Ich werde mir dann nach jedem Video, nach jedem Reaction-Video, nach jedem Wunsch-Reaction-Video einen davon rausholen, ihn vorlesen und dann machen wir am besten jeden Montag und jeden Samstag einen User-Wunsch. Wäre wahrscheinlich am fairsten für alle. Weil die, die jetzt noch nachkommen und sagen, hey, Bruder, kannst du darauf reagieren? Das wird Monate dauern. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir das ein bisschen ausgeglichener, damit jeder mal die Möglichkeit hat, dass da sein Wunsch vorgetragen werden kann. Gut, also wie gesagt, ich finde den schon ziemlich sexy. Ich hatte mir erstmal gedacht gehabt, vielleicht etwas Frischeres, vielleicht eine richtige Tombola, aber ich denke, das ist geil, oder? Okay, alles klar. Gut, dann legen wir einfach mal los. Lass knacken, Bruder. Sieht aus, als ob das Video auch so richtig schön mit einer Drohne gemacht worden ist. Okay, hört sich auch an wie so ein Real Talk Beat. Oha, da ist gerade jemand am Haram machen. Meine Welt hat keine Farben, sie ist düster, wenn ich nach oben blick. Jeder von euch pisst, dann weiß, dass ich mit meinen Strophen kill. Keine Mädchen wollen keine Barbie, sondern großen Dick. Und merk dir eins, Junge, du bist nicht cool, wenn du die Drogen nimmst, mich fuckt alles ab. Ja, krass. Wieder Real Talk. Die Mädchen heutzutage. Dieser Stuhl, Leute, ich werde ihn irgendwann anzünden. Die Mädchen heutzutage sind irgendwie oder sehen reifer aus, als sie eigentlich sein sollten. Anstatt zu lernen, sind irgendwie 12-Jährige schon voll geschminkt und aufgetakelt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das hat jeder schon mal mitbekommen. Finde ich jetzt uncool, aber okay, ist Geschmackssache. Find ich deutlich zu früh, aber naja, wie gesagt, könnt ihr ja selber entscheiden. Aber am meisten die Menschen, weil sie dir gar nichts gönnen, sogar nicht mal dein Lächeln. Sie nutzen dein Vertrauen und nutzen deine Schwächen. Sie wollen dir alles nehmen und dich bis zu den Knochen fressen. Existenzminimum, die Welt ist ein Massaker. Alle, die gefallen sind, sind keine Versager. Ob Mann oder Frau, die Seelen sind kalt wie Alaska. Und die Seelen sind kalt wie Alaska. Also kalt wie Alaska hat Bushido damals gebracht auf Leben und Tod des Kenneth Glöckner. Aber das ist cool, natürlich in einem anderen Zusammenhang, aber cool. Ich finde seinen Akzent auch relativ interessant, habe ich ihm auch schon mal gesagt gehabt. Also so von der Stimme her, wenn man die Augen schließt und sein Gesicht jetzt nicht sieht, denkt man, das ist ein Osteuropäer. Also gefällt mir irgendwie. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich selber Osteuropäer bin. Nee, aber ich finde, er hat so eine. Man hört, dass er relativ jung ist. Und mir gefällt die Stimmfarbe. Passt auch richtig gut zu dem Beat. Alle achten auf Aussehen und nicht an dein Charakter. Ich seh versiffte Junkies und Dealer in der S-Bahn. Fick auf die Bitches, denn für sie sind wie ein Geldhahn. Novoline, du endest mit einem Cent in einem Becher. Und bevor du krumme Dinge machst. Boah, auch dieses Novoline-Ding, auch wieder so ein cooles Teil, was er gerade erwähnt hat. Ich habe noch nie Glücksspiel gespielt. Obwohl, nein, ich habe jetzt gelogen. Ich habe schon mal Lotto gespielt. Das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja noch viel schlimmer. Ich habe aber noch nie irgendwie so einen Automaten gedreht oder sowas.
Ich glaube, das Einzige, wo ich, oder der einzige Ort, an dem ich das wirklich machen würde, wäre so Las Vegas. Da weiß ich wenigstens, hey, die wollen mich hier nur ein bisschen verarschen und nicht komplett. Okay. Also, genauso wie diese ganzen Spielcasino-Seiten. Ich weiß, dass man da Geld rausholen kann. Ich war auch schon dabei, aber die meisten werden da eher ihr Geld liegen lassen. Ist natürlich auch Geschmackssache, ist auch so ein bisschen Hobby von einigen Leuten, ich weiß schon. Wenn man sich ein Budget vorlegt, beziehungsweise vornimmt und man kann wirklich danach aufhören, dann Respekt, dann passt das Ganze. Aber ist irgendwie auch nicht so mein Ding. Ich glaube, ich hätte einfach zu viel Schiss, dass ich mich da reinsteige. Denk an deine Eltern. Mein Song ist so real, Digga. Hater wollen mich fallen sehen. Ah, sorry, dass ich nochmal unterbreche. Denk an deine Eltern. Real Talk, egal was ihr macht, alles was irgendwie Haram ist, kann hier die Acht bedeuten. Und der dann im Endeffekt traurig ist, oder am traurigsten ist, ist wahrscheinlich eure Mutter oder Vater. Ja, wahrscheinlich. Meistens ist Mama trauriger als Papa. Ja. Okay. Bald sieht man mich wie Al Pacino, die Scheine zählen. Um meinen Flow zu fördern, werde ich keine Nasen nehmen. Ich kämpfte mich durch bis zur Spitze und nach einem langen Weg. Mein Song ist so real, Digga, Hater wollen mich fallen sehen. Bald sieht man mich wie Al Pacino. Also das mit Papa, das war jetzt so, Papa will dann einen direkt zerreißen, Mama will retten, so. Ja. Oh, da haben wir gerade eine schöne Übergabe gesehen, Jungs. So macht man es nicht. Nur die Scheine zählen. Um meinen Flow zu fördern, werde ich keine Nasen nehmen. Ich kämpfte mich durch bis zur Spitze und hatte einen langen Weg. Merkt ihr eins? Das Leben ist kein Film, Kack. Ihr seid nur am Lügen. Mir ist egal, ob ihr mich schätzt. Meine Nationalität und meine Religion ist Mensch. Und ein Obdachlosen was zu spenden ist sicher nicht schlecht. Ihr seid ziemlich entspannt, wie er zwischendurch so zwei, drei Wörter in Double Time reinschiebt. Ist mal so ein bisschen Kontrast, ist nicht so monoton. Finde ich cool. dreckig, skrupellos, ich werde nicht mit euch chillen. Terror, keine Religion und nice, schönes Kontrastmittel reingebracht. So ein bisschen, so ein kleiner Offbeat-Akzent außerhalb des Beats nochmal. Schönes Ding, gefällt mir. Das Video ist auch echt schön geschnitten, so ein bisschen Kulissenwechsel die ganze Zeit. Da hat man sich Mühe gegeben, das Auge wach zu halten. tötet die Gläubigen. Ich bete zu Gott für jeden Unschuldigen Toten. Und ich hoffe, euren Grabstein wachsen die wunderschönsten Rosen. Du tust dich in deinem Leben für kriminelle Sachen aufbeweisen. Heute bist du im Teufelskreis gefangen und musst den Stoff verteilen. Fragt euch alle, warum sollte meinen Song verbreiten? Denn ich will keine Armut und dass keine Rentner mehr in die Tonne greifen. Respektiert jede Frau, die ein Kind in ihrem Bauch trägt. Ihr Pussy seid nicht stark, wenn ihr auf Schwächere drauf geht. Das Leben. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob er jetzt das Thema Mobbing meint. Finde ich cool, dass er das erwähnt. Sorry, aber Mobbing ist absolute Katastrophe. Also jeder, der irgendwie Schwächere mobbt, Jungs, ihr habt ungefähr so große Eier, Alter. Das ist echt, fand ich, habe ich früher schon in der Schule nicht gefeiert. So war für mich, das ist doch gar kein Anreiz, irgendwie einen kleineren und einen Schwächeren zu bedrohen oder zu verprügeln. Aber wie gesagt, das mit den Eiern, das ist wahrscheinlich Real Talk. Cool, dass er das nochmal aufgreift. Frauenschläger, Kinderschläger und so weiter und so weiter. Ich weiß, das ist irgendwie. Es gibt auch eine Statistik, irgendwie jede dritte Frau in Deutschland wird geschlagen. Ist relativ frisch sogar. Ja, was soll ich dazu sagen? Kann so schön sein und dazu noch sehr bequem. Stopp die Mobbingquote, dann wird keiner sich das Leben nehmen. Ah, nice, okay. Hat das nochmal erwähnt. Sehr schön gesagt, sehr, sehr schön. Ziemlich Real Talk-lastig, zieht sich über den ganzen Song, alles so ein bisschen abgegriffen. Mein Song ist so real, Digga, Hater wollen mich fallen sehen. Bald sieht man mich wie Al Pacino, die Scheine zählen. Um meinen Flow zu fördern, werde ich keine Nasen nehmen. Ich kämpfte mich durch bis zur Spitze und nach einem langen Weg. Mein Song ist so real, Digga, Hater wollen mich fallen sehen. Bald sieht man mich wie Al. Vor allem auch sehr schön, wie er gesagt hat, seine Religion ist der Mensch. Das hat PA Sports vor einigen Jahren auch schon mal gesagt gehabt. Finde ich auch ziemlich sympathisch. Meine, so, oder so wie PA schon gesagt hat, meine Religion geht nur mich was an. Und cool, Alter, gefällt mir.
Pacino, die Scheine zählen. Um meine Flow zu fördern, werde ich keine Nasen nehmen. Ich kämpfte mich durch bis zur Spitze und hat einen langen Weg. Nice. Ich finde die Bildschnitte zwischendurch einfach echt schön gemacht. Hier hat man ihn nochmal in Szene gesetzt. Hab ich da gerade eine Kippe gesehen, Alter. Ja, also ich kann euch sagen, wenn ihr aufhört zu rauchen, dann schmeckt alles viel, viel besser. Echt jetzt. Also dauert ein paar Tage, aber dann... Ach, auch viel zu teuer. Von dem gesundheitlichen Aspekt will ich jetzt gar nicht anfangen. Nice, da ist das Ding auch schon wieder zu Ende. Schönes Ding, ich freue mich auch schon auf das nächste Projekt von Nero. Nero kann auch nur in Punchlines reden. Also, das, ich glaube, der Junge kriegt gar keinen normalen Satz mehr raus. So. Okay, wir werden jetzt mal unsere Tombola mischen hier. Der Hase ist auf. So, mal gucken, was haben wir denn jetzt. Soll ich das einmal in die Kamera zeigen oder machen wir das so? Also ich habe jetzt hier einen ausgeholt. Okay, Supremo hat nochmal Glück gehabt. Supremo FE46 wünscht sich 40 Stiche von Apo. Ich glaube, das kriege ich gar nicht so rauf. Ah, vielleicht ganz kurz. Ja, alles klar. Das heißt, Samstag gibt es die Reaction zu 40 Stiche von Apo. Ich hoffe, ihr seid mit dem System zufrieden. Wenn nicht, dann gebt mir gerne ein paar Verbesserungsvorschläge bzw. dürft ihr gerne eure Kritik äußern. Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Nero fandet. Ich bin schon gespannt und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dabei Tipps dann. Ciao.